Hallo an alle da draußen. Ich stelle euch heute das Spiel Royals vor. Das ist dieses Jahr bei Abacus erschienen. Ist ein Spiel für 2 bis 5 Personen ab 10 Jahren und das ganze Spiel dauert ungefähr eine Stunde. Thematisch befinden wir uns in der Mitte des 17. Jahrhunderts. Wir stellen Adelshäuser dar und wir wollen durch Intrige und Ähnliches uns an günstige Positionen setzen. Das ist ein Thema, das ist natürlich ziemlich unverbraucht und da sind wir mal gespannt, wie das umgesetzt ist. Hier in dem Fall benutzen sie einen Mehrheitenmechanismus. Einerseits möchten wir Mehrheiten in gewissen Ländern haben und außerdem auch Machtpositionen. Und wie das genau funktioniert, das schauen wir uns jetzt mal an. So, ich habe mir schon mal erlaubt aufzubauen und wie man sieht, braucht man hier ziemlich viele Marker auf dem Spielbrett. Was die alle einzeln machen, erkläre ich gleich. Was sehen wir? Wir sehen 4 verschiedene Länder. Diese Länder haben Städte und in den Städten gibt es entweder 2 Positionen oder eine Position zu besetzen. Hier seht ihr Länderkarten, 3 Stück davon in einer Auslage. Die Anzahl der Länderkarten ist von der Spielerzahl abhängig. Hier unten sehen wir Intrigenkarten. Die Länderkarten zeigen immer genau ein Land. Die Intrigenkarten zeigen 2 Länder. Und hier auf der Seite sehen wir Machtpositionen, die wir besetzen können, der Stärke nach geordnet. Hier oben haben wir den König und unten den Marschall. Wenn ein Spieler dran ist, tut er 2 Dinge. Die erste Sache davon ist nicht optional, das ist Kartenziehen. Dabei nimmt man entweder 3 Karten der Ländersorte, und zwar aus der Auslage oder vom Stapel oder gemischt, oder man nimmt eine Länderkarte und eine Intrigenkarte. Wie gesagt, das muss man tun. Die zweite Sache ist optional, da spielt man Karten. Und was kann man mit so Karten machen? Damit besetzen wir Positionen in Städten. Und wie viele Karten wir dafür brauchen, ist immer bei der jeweiligen Position angegeben, und zwar oben links. Zum Beispiel, um mich nach Avignon zu setzen, brauche ich 2 blaue Karten. Da müsste ich also beispielhaft 2 blaue Karten abwerfen. Die lege ich jetzt mal auf den Ablagestapel. Und dafür darf ich einen meiner weißen Würfel, jeder Spieler hat eine Farbe, hier nach Avignon setzen. Na, da ist ein Baron abgebildet, deswegen darf ich mir auch einen Würfel auf den Baron setzen. Und weil ich der erste Spieler in der Stadt bin, bekomme ich diesen sechseckigen Marker. Das sind schon mal 2 Punkte, die mir auf jeden Fall gehören. Die kommen zu mir und zwar verdeckt, so dass man nicht nachrechnen kann, wie es gerade steht. Diese Aktion darf ich beliebig oft machen. Also habe ich beispielsweise jetzt noch 3 rote Karten auf der Hand. Die habe ich gebunkert. Dann kann ich mich jetzt hier noch nach Edinburgh setzen, nehme mir wieder einen weißen Stein. Ich gehe auf die untere Position, bin der Erste in der Stadt, kriege damit wieder diesen Zweiermarker und lege mir noch einen Stein hier auf die Countess. Das ist die Möglichkeit, die Länderkarten zu benutzen. Die Sache ist nur, man kann sich nur in eine freie Stadt reinsetzen. Wenn da schon jemand ist, dann geht das nicht so leicht, dann muss man sich da rein intrigieren. Und dafür gibt es dann auch die Intrigenkarten. Wie schon gesagt, auf so einer Intrigenkarte sind immer 2 Länder drauf, in dem Fall blau und gelb. Also gehen wir einfach davon aus, wir spielen mal gegen Orange und Orange sitzt hier in Bordeaux, hat dementsprechend schon diesen sechseckigen Marker bekommen und ich möchte jetzt aus irgendwelchen Gründen unbedingt nach Bordeaux rein. Dann muss ich eine Intrigenkarte spielen und zwar mit einem blauen Symbol und so viele Länderkarten, dass ich die Stadt selbst übernehmen kann. Ja, also ich habe eine Intrigenkarte mit einem blauen Symbol und außerdem eine Länderkarte, die kommen jetzt jeweils auf den Ablagestapel. Dafür darf ich jetzt den orangenen Spieler da aus Bordeaux rauskicken. Der Marker wandert dann hier auf das Feld, wo normalerweise der Stadtmarker lag und ich setze mich selber nach Bordeaux rein und bekomme natürlich einen Würfel jetzt hier auf den Marschall drauf, wo Orange natürlich auch einen haben müsste. Und diesen Würfel auf dem Marschall verliert er auch nicht. Auch diese Aktion darf ich beliebig oft machen und ich darf das auch mischen. Also ich kann mich in freie Städte reinsetzen, 2-mal, wenn ich genug Karten habe. Und außerdem noch 2-mal mich irgendwo rein intrigieren, das ist beliebig, solange ich Karten habe. Es gibt jetzt hier noch in Wappenform Ländermarker. Diese Ländermarker bekommt man, wenn man in jeder Stadt einen Würfel sitzen hat. Wichtig ist in jeder Stadt und nicht auf jeder Position. Also wenn ich jetzt hier noch mich nach London setzen würde und noch nach Dublin, würde ich die Marker bekommen, weil ich als Erster drin bin. Und weil ich jetzt in jeder Stadt drin bin, bekomme ich außerdem den höheren der Landesmarker. Und genauso geht das auch mit den Machtpositionen. Wer hier als erstes auf allen Machtpositionen drauf ist, also ich sitze jetzt hier mal überall drauf, der bekommt hier von den runden Markern den höchsten, das heißt in dem Fall 16 Punkte, dann 12, dann 8. Gespielt wird das Spiel in 3 Epochen, die eigentlich alle immer gleich ablaufen. Eine Epoche ist zu Ende, wenn der Kartenstapel der Länder
einmal durch ist, also wenn die Auslage nicht mehr aufgefüllt werden kann, und dann kommt es zu einer Epochenwertung. Dabei ist es interessant, wer die Mehrheiten in den verschiedenen Ländern hat. Jede Position hat nämlich eine Wertigkeit für die Epochenwertung. Die steht oben rechts und ist hier in so auf einem Papyrus geschrieben. In dem Fall für Avignon jetzt 2, für Bordeaux wäre es 1. Diese Werte werden zusammen addiert und es wird geschaut, wer hier eben die Vorherrschaft in einem Land hat. Der Spieler bekommt dann den höheren Marker hier unten. Das wird eben für alle Länder gemacht. Der zweithöchste bekommt den zweithöchsten Marker. Und bei Gleichstand gewinnt der Spieler, der die höhere Position besitzt. Was hier für das Spiel ganz interessant zu sehen ist, ist, dass wenn ein Land eine hohe Differenz in den Zahlen der Epochenwertung hat, dann ist meistens die Differenz in den Zahlen der Landesmarke nicht so hoch. Also zum Beispiel jetzt hier Blau. Blau hat in der Epochenwertung eine Differenz von 6, was natürlich ziemlich extrem ist. In der Landwertung ist es nur eine Differenz von 1. An dieser Stelle gibt es eigentlich nur noch zwei Joker-Regeln zu erklären, dann sind wir schon fertig. Und zwar darf man 3 Länderkarten für eine andere Länderkarte seiner Wahl benutzen und 2 Intrigenkarten für eine andere Intrigenkarte seiner Wahl, sodass man, wenn man Pech beim Kartenziehen hat, das zumindest so ausgleichen kann. Ein Spieler, der übrigens hier auf der seitlichen Position ist, besitzt natürlich nicht mehr die Stadt und bekommt damit für die Epochenwertung diesen Bonus von 1 nicht. Dadurch kann man kurz vor der Epochenwertung natürlich hier nochmal die Mehrheiten drehen. Das war im Prinzip schon das ganze Spiel. Es gibt noch eine Endwertung, und zwar für diese Machtpositionen. Da bekommt der Spieler, der die meisten Würfel auf so einer Machtposition hat, eben diese. Und die sind Punktewert zwischen 16 und 4. Ist da Gleichstand, kann dieses Teil aufgeteilt werden. Das ist nämlich wie ein Puzzle gemacht. Dann kann jeder die Rückseite nehmen, da ist nochmal das Symbol abgebildet und es gibt genau die Hälfte der Punkte. Also hier haben wir mal die Rückseite des Königs oder eben als Vorderseite. So, damit komme ich zum Fazit und da fange ich wie immer beim Inlay an. Royals überzeugt hier wie die meisten Abacus-Spiele durch ein starkes Inlay. Für alle Würfel ist hier irgendwo ein Platz in dem Inlay und wenn man da einen Spielplan drauflegt, dann verrüttelt da einfach nichts. Das bekommt man in den seltensten Fällen geboten. Hier bei Royals ist das so. Ich mache mir auch keine Sorgen, dass wenn ich immer schüttel, dass dann am Ende nicht mehr alles an seinem Platz ist. Das wird immer noch überall da sein, wo es hingehört. Das ist natürlich einfach klasse. Regeln sind auch gut geschrieben, da geht nichts verloren. Was das Spielprinzip angeht, merkt man relativ schnell, hier passiert wenig Neues. Also die Mechanismen, die hier stattfinden, die kennt man schon. Diesen Kartenmechanismus, sei es jetzt zum Beispiel aus Zug um Zug oder Ähnlichem, kennt man einfach schon. Und da kann man sich die Frage stellen, braucht ein Spiel immer einen neuen Mechanismus? Und Royals hat mir gezeigt, nö, das ist nicht der Fall. Royals ist ein Spiel, das funktioniert gut mit diesem Mechanismus. Und macht dabei nichts falsch. Wir nehmen diese Karten, wir haben die Option, entweder viele Länderkarten zu nehmen oder eine Intrigenkarte. Und eine Länderkarte, haben dadurch natürlich weniger Karten auf der Hand. Aber mit der Intrigenkarte können wir leichter hier irgendwie die Mehrheiten brechen. Dazu spielt sich das Spiel, das hätte ich am Anfang nicht gedacht, wirklich sehr, sehr unterschiedlich von den Phasen her. Also man hat die Entwicklung von Phasen. Wir spielen ja 3 Epochen und diese 3 Epochen stellen auch ungefähr die Phasen dar, die wir spielen. Das fand ich wirklich interessant zu sehen. Und zwar in der ersten Phase werden sich die Spieler alle um diese Stadtblättchen streiten, von wegen wer sich als erstes in die Stadt setzt, bekommt diesen Token. In der zweiten Phase wird man versuchen, sein Ziel, das man sich für das Spiel gesetzt hat, also sei es zum Beispiel, sich jetzt überall auf alle von den Machtpositionen zu setzen, beziehungsweise in einem Land überall vertreten zu sein, das wird man in der zweiten Phase versuchen, während man in der dritten Phase dann wirklich sehr auf das Intrigieren raus ist. Also das hat mir hier auch sehr gut gefallen, ohne dass diese Phasen jetzt wirklich so genannt werden. Wir spielen jetzt erst die erste Phase, dann die zweite Phase, dann die dritte Phase. Haben wir diese Epochen, die aber in gewisser Weise diese Phasen darstellen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das Spiel funktioniert mit mehr Spielern besser als mit weniger Spielern. Ich möchte nicht sagen, dass es mit 2 Spielern nicht funktioniert. Der Grund für diese Meinung ist, dass das Spiel lebt von Ressourcenknappheit. Wenn ich mit 2 Spielern spiele, werde ich schauen, dass ich überall mal was hinsetze.
und in den Fällen, wo ich mit dem anderen Spieler in Kontakt komme, immer ein bisschen mehr zu haben, während ich bei 5 Spielern einfach gucken muss, wo bekomme ich was, wo habe ich gerade die Lücke, und davon lebt ja dann das Spiel auch ein bisschen. Und sich nur mit einem einzigen Spieler hier am Spieltisch zu streiten, das ist natürlich bei einem Mehrheitenspiel immer meistens nicht so gut, wie wenn man mehrere Spieler hat. Die Sache ist, wenn man mit mehr Spielern spielt, dann dauert das Spiel natürlich auch länger. Einerseits, weil wir mehr Karten im Stapel haben, andererseits, weil schneller alle Positionen besetzt sind und ich dementsprechend mal schneller eine Intrigenkarte ziehe, damit der Haufen nicht so schnell durch ist und damit das ganze Spiel länger dauert. Das ist allerdings nicht schlimm, es bleibt alles in einem Rahmen, sodass ich auch sagen würde, das Spiel lässt sich zu viert oder zu fünft am besten spielen. Das soll jetzt nicht heißen, dass das Spiel kein Zweierspiel ist oder als Zweierspiel nicht gespielt werden sollte. Es ist einfach nur mit 4 und 5 Spielern besser. Und die Sache ist auch, beim Zweierspiel sind Spieler, die Modulo-Rechnung beherrschen, einfach stark im Vorteil, weil man das Ende der Epochen sich recht leicht ausrechnen kann. Das ist allerdings von dem Spiel, also wenn man sich das Spiel anschaut, das möchte das Spiel eigentlich nicht. Man möchte hier recht schnell spielen, ohne jetzt ewig nachzudenken. Und das funktioniert bei 4 oder 5 Spielern auch, weil zu viel passieren kann. Bei 2 Spielern ist das zu berechenbar und da kommt man dann schneller in längere Grübelphasen rein. Ja, so viel zu Royals. Royals, man kann es wahrscheinlich schon raushören, hat mir ziemlich gut gefallen. Ich bin normalerweise jemand, der sagt, ich möchte in einem Spiel so einen gewissen neuen Kniff haben, dass es mir Spaß macht. Royals macht genau das nicht, hat mir aber trotzdem einfach gefallen. Ich habe es sehr, sehr gerne gespielt, einfach weil das Spiel nichts falsch macht. Ich habe an diesem Spiel, ihr kennt mich aus den anderen Rezensionen, mir fallen negative Punkte sehr, sehr stark auf. Und das hatte ich bei Royals nicht. Ich hatte nicht das Problem, dass hier irgendwo so ein negativer Punkt ist, der mir immer wieder ins Auge fällt, sondern ja, es ist einfach sehr, sehr konsequent gut. Das gefällt mir. Es macht zwar wirklich nichts Neues, aber das, was es macht, macht es gut. Und deswegen gefällt mir das Spiel auch. Dazu möchte ich redaktionell noch eine Sache hier wirklich als schön bezeichnen, und zwar, dass man diese Machtblättchen als Puzzleteile dargestellt hat, dass man die aufteilen kann, ist jetzt vielleicht nicht so ein Riesenpunkt, wo man sagt, deswegen kaufe ich mir das Spiel, aber es ist einfach nett, weil ich am Ende bei der Punkteabrechnung nicht das Problem habe, jetzt muss ich noch die Hälfte von dem einrechnen, den bekomme ich ganz, den habe ich aber auch vor mir liegen und ähnlich, sondern nee, ich nehme das Ding einfach, nehme es auseinander und habe es vor mir liegen, brauche noch zusammen addieren. Das sind einfach so Kleinigkeiten, die das Spiel aufwerten. Und dementsprechend meine Meinung. Royals gefällt mir sehr, sehr gut und ich hoffe, ich konnte es euch ein bisschen schmackhaft machen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns doch einen Daumen nach oben oder abonniert uns. Teilen wird uns auch sehr, sehr helfen, dass mehr Leute das Video sehen. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Und in den orthogonal angrenzenden. Wie man jetzt sieht, die Stadtteile nebendran, die werden jetzt schon mit Glauben bedient, obwohl sie jetzt hier noch nichts zu essen und zu trinken haben. Das ist nicht schlimm, denn es geht dabei wirklich bei den Bedienen der Dienste.